So, ich erkläre euch beiden jetzt mal ganz kurz die Regeln. Und zwar haben wir einige Leute befragt, welche der zwei Antwortmöglichkeiten beliebter sind. Und ich sage euch gleich, was zur Auswahl steht. Und ihr sagt mir, was ihr denkt, was beliebter war und mit wie viel Prozent. Die erste Frage wäre ganz klassisch, Marvel oder DC? Marvel. 70%. Und du sagst? Ich glaube auch was mit Marvel, aber ich glaube nicht viel, also sage 60%. Das ist Marvel mit 74%. Damit geht der erste Punkt an dich. Diese Frage ist, ist S.H.I.E.L.D. oder Hydra beliebter? S.H.I.E.L.D.? 85. Hydra mit 65%. Und beliebter ist S.H.I.E.L.D. mit 72. Damit geht der erste Punkt an den Hulk. America oder Iron Man? Iron Man. Mit wie viel Prozent? 60. Ich glaube auch Iron Man und ich glaube mit mehr 75. Und es ist Iron Man mit 65%. Damit liegst du näher dran, also geht der erste Punkt an dich. Batman oder Superman? Batman. Nee, 60%. Ich sag auch Batman, aber ja, also 60%. Aber ich sollte etwas anders sagen, gell? Oder sagen wir halt 65. Gut, es sind 86%, damit bist du jetzt näher dran. Und die zweite Frage, Black Widow oder Black Canary? Black Widow. 70. Black Widow 80%. Und es ist Black Widow mit 87%. Damit Gleichstand. Die zweite Frage, was sind beliebter, die Comics oder die Filme? Die Filme. Wie viel Prozent? 55. So, das ist ein ziemliches Unentschieden und ich glaube auch, dass die Filme eher beliebter sind. Bei A's um die 55-60%. Und es sind die Comics mit 51%. Also steht's 1-1. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Die Avengers oder die Justice League? Avengers? Nee, 70%. Ja, die Avengers, da schließe ich mich an. Sagen wir 75. Das sind 76%. Damit gewinnst du. Und die finale Frage. Fast schon... Egal. Gut. Deadpool oder Spider-Man? Spider-Man. 95. Ich sage Deadpool. Deadpool. 50%. Und das ist tatsächlich Deadpool mit 60%. Und damit gewinnst du. Dann haben wir die dritte Frage. Flash oder Quicksilver? Flash. Definitiv Flash. Wie viel Prozent? 70. Ja, es ist Quicksilver mit 51%. Okay. Tatsächlich. Also würde ich sagen, wir nehmen eine von den vorherigen Fragen, die wir schon bei anderen Quizzes hatten, zum Stechen. Marvel oder DC? Marvel mit 55%. Ich sag DC mit 55%. Das ist Marvel mit 74%. Und damit gewinnst du. Am besten mal ganz kurz vor, wer bist du und wen stellst du da? Hallo, ich bin der Andi, ich komme aus Schritt, dem Schönen in Niederösterreich und ich bin Kyle Rayner alias Green Lantern. Und das Cosplay ist ja, wie man sieht, selbst gemacht, gibt so ja nicht zu kaufen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das in 2-3 Tagen noch zusammengeschustert. Also für die kurze Zeit wirklich beachtlich, sieht sehr gut aus.
Und wie gefällt dir die Vienna Comic Con an sich? Ich muss sagen, sehr gut, vor allem wenn man beachtet, dass die Cosplay- und Comic-Szene in Österreich noch in den Kinderschuhen steckt, ist diese Veranstaltung wirklich mehr als beachtlich. Ja. Mehr davon, unbedingt. Ja. Und was sind so deine Erwartungen an die nächsten 2 Tage? Ich habe eigentlich keine Erwartungen. Herkommen, Leute kennenlernen, Spaß haben. Es sind unendlich viele Aussteller da, also es lohnt sich wirklich. Kommt's vorbei. Das klingt ja schon mal sehr positiv. Dann hoffentlich bleibt's auch dabei. Ich wünsche dir noch viel Spaß und ein schönes Wochenende auf der Comic-Con. Dankeschön.